Vor einigen Wochen hat Kardinalstaatssekretär Parolin den Deutschen geschrieben und gesagt, dass im Vatikan durchaus die Bereitschaft existiert, sich über den synodalen Weg in Deutschland zu unterhalten. Und er hat angekündigt, es wird 3 Gesprächsrunden geben. Allerdings hat er auch gleichzeitig gesagt, unter welchen Bedingungen das Ganze stattfindet, welche Themen werden überhaupt angesprochen und was die Gesprächsagenda sein würde. Es gab eine ganze Reihe von Interpretationen dazu, weil die Bischöfe sich überhaupt nicht dazu geäußert haben. Es gab einige, also ich beispielsweise habe das so interpretiert, dass der Vatikan sozusagen die Gespräche über den synodalen Weg an sich reißen will und damit quasi bestimmen will, wie die Auseinandersetzung, die Debatte über diesen synodalen Weg ablaufen wird. Andere waren etwas wohlwollender mit dem synodalen Weg und haben gesagt, ja, seht ihr doch, der Vatikan ist durchaus bereit, eigentlich sich mit den Deutschen darüber zu unterhalten. Das ist so ein positives Signal. Je nachdem, aus welcher Perspektive man das anschaut, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Nun hat sich die Deutsche Tagespost damit auseinandergesetzt, konkret Frau Regina Einig, und sich auch strategische Gedanken gemacht dazu. In einem Artikel mit dem Namen Zentralkomitee und Deutschen Bischofskonferenz, faule Früchte aus Deutschland. Also ganz klar sehr negativ und sehr pessimistisch. Und das fängt gleich an. Die deutschen Bischöfe stehen vor einem Transparenztest. Ja, das heißt, wie offen wird diese ganze Geschichte sein, auch gegenüber der deutschen Öffentlichkeit? Wie werden sie auf das Gesprächsangebot aus Rom reagieren? Und sie konstatiert, dass es eigentlich tatsächlich für den synodalen Weg vielleicht eine gewisse, ja, man kann das auch sagen, es gibt vielleicht eine gewisse Anerkennung, dass man sagt im Vatikan, okay, man soll sich tatsächlich mit diesem synodalen Weg auseinandersetzen, aber das Ganze birgt auch Risiken und Gefahren für den synodalen Weg. Weil natürlich könnte es sein, dass der Vatikan nach der Salamitaktik immer mehr eigentlich Projekte des synodalen Weges verbietet quasi. Und so schreibt sie, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken setzt seinen synodalen Sonderweg fort, obwohl sein geistlicher Assistent, der Berliner Erzbischof Heiner Koch, bei der Herbstvollversammlung des Gremiums Bedenken und Widerspruch aus den Reihen der Gläubigen gegen das Projekt insgesamt eingeräumt hat. Das heißt, es ist völlig klar den deutschen Bischöfen, dass wirklich ein erheblicher Widerstand, und zwar auch von den Gläubigen, auch in Deutschland. Das heißt, der Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Leute wie Bischof Betzing versuchen quasi, im Grunde genommen sind alle dafür, und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und das sagt sogar Erzbischof Koch, der ja ein ganz klarer Befürworter ist des synodalen Weges. Das ist also nicht jemand, der sagt, okay, ich bin so auf der einen oder auf der anderen Seite, ja, so ein bisschen, das ist die Haltung von Bischof Meyer aus Augsburg. Nein, er ist ein ganz klarer Befürworter, aber er weiß, dass der Widerstand nicht gering ist, und er meint jetzt von den Gläubigen. Er sagt nicht jetzt von der Weltkirche oder vom Vatikan. Und das führt dann Frau Einig dann aus, sagt, Katholiken deutscher und anderer Muttersprachen werden einander zunehmend entfremdet. Denn Gläubige aus Polen, Spanien und afrikanischen Ländern verstehen das deutsche Aufbegehren gegen Rom schlicht nicht. Erst recht nicht den anmaßenden Ton des CDK-Präsidiums. Auf diesen Umstand habe ich auch hingewiesen in meinem Kommentar und habe gesagt, im Grunde genommen versucht der Vatikan langsam aber sicher eigentlich die Widerstände gegen den synodalen Weg stark zu machen. Wenn der Vatikan dann irgendwann mal tatsächlich etwas, ja, entschiedener angreift, dass dann so viele Leute sind auf der Seite der Gegner des synodalen Weges, dass dann eigentlich dann die Synodalbischöfe einfach nicht völlig entsetzt sein können oder völlig revoltieren, weil einfach der Widerstand hier in Deutschland selbst so groß ist. Im Episkopat sowieso, da gibt es ja 4 klare Gegner, aber es gibt eine ganze Reihe von Bischöfen, die sozusagen eine Mitteposition, die im Zweifelsfalle sich zu Gegnern des synodalen Weges machen würden. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Gläubige, die entschiedene Gegner sind. Und das sind natürlich auch Deutsche, aber natürlich insbesondere die ganzen sogenannten Muttersprachler, Kroaten, Polen etc. etc. Und so heißt es weiter. Auch der Vatikan hat den Vorsitzenden der deutschen Bischöfe bereits unübersehbar korrigiert, als er im Oktober unmittelbar nach der Weltsynode ein Treffen mit den Delegierten aus Deutschland anberaumte. Und das ist interessant, denn das ist eine Information, die wir nicht kannten. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass hier laufend Gespräche sind
stattfinden, die wir nicht kennen. Zum Teil wird das auch gar nicht veröffentlicht. Das ist das erste Mal, dass ich erfahren habe, dass es diese Gespräche gab. Aber der Vatikan hat jetzt nicht nur mit Vertretern des Synodalen Weges gesprochen, wie das im Juli 2023 passiert ist. Also das war sozusagen das erste Gespräch zwischen dem Synodalen Weg und dem Vatikan. Und da waren ausschließlich Synodalbischöfe vertreten. Das waren insbesondere Bischof Betzing, Bischof Overbeck und Bischof Genn, Münster. Das heißt, alles ganz klare Befürworter des Synodalen Weges. Ja. Okay, und jetzt haben der Vatikan gesagt, also so wird das nicht mehr weiterlaufen. Wir werden auch andere Leute hinzuziehen, und zwar konkret ein totaler Gegner, und zwar Bischof Oster aus Passau. Dieses Mal war allerdings ein Vertreter der bischöflichen Minderheit zugegen, der Passau-Oberhirte Stefan Oster. Und so heißt es weiter: Der Versuch der synodalen Minderheit, die Gegenseite mundtot zu machen, das heißt die Synodalbischöfe, also Betzing und Overbeck, praktisch zu sagen, okay, wir sind die Einzigen, die mit dem Vatikan sprechen, und wir sind die Einzigen, die überhaupt an die Öffentlichkeit gehen, das soll anscheinend Schluss machen. Und die versuchen eben immer stets die Gegenseite mundtot zu machen, war beim ersten Gespräch in Rom offensichtlich aufgefallen. Kein Vertreter der bischöflichen Minderheit war zugegen, obwohl ihr mit Bischof Oster und Bischof Voderholzer gleich zwei hervorragend qualifizierte Theologen angehören. Und das ist jetzt das Interessante. Das heißt, wenn diese Gespräche so stattfinden und der Vatikan sagt, okay, es kommt die Synodalbischöfe oder Befürworter des Synodalwegs, aber es kommen auch die Gegner, dann ist natürlich diese ganze, der Ausgang dieser Gespräche natürlich ein ganz anderer. Insbesondere, wenn diese Gespräche auch relativ öffentlich sind. Das heißt, man weiß relativ genau, was dann passieren wird. Das heißt, nicht unbedingt, dass das ein Livestream da irgendwie gemacht wird, aber immerhin doch, dass man weiß, okay, was sind die Positionen, dass man zum Beispiel Protokolle macht, dass dann Positionsbestimmungen schriftlich vorgelegt werden, die dann auch veröffentlicht werden und so weiter, sodass die ganze Öffentlichkeit, die deutsche wie auch die Weltöffentlichkeit, daran teilnimmt. Und sie zitiert jetzt einen Kirchenrechtler Mückel: Die Botschaft aus Rom sind klar, nun endet das Jahr 2023 mit einem Transparentes für die Deutsche Bischofskonferenz. Dieser Kirchenrechter hat gesagt, die Deutsche Bischofskonferenz kann schlicht und ergreifend nicht die ganzen letzten Stellungnahmen aus dem Vatikan ignorieren. Dazu gehört natürlich der Papstbrief an die vier deutschen Damen, aber natürlich auch die Note des Kardinalstaatssekretärs bezüglich der nächsten Gespräche. Bis jetzt gab es überhaupt keine Stellungnahmen von den Bischöfen, und das geht irgendwann mal nicht. Das heißt, es ist völlig klar, dass sie revoltieren, dass sie einfach im Ungehorsam sind. Die können einfach das nicht ignorieren. Schon allein deshalb, weil es ja auch eine Öffentlichkeit gibt. Es gibt ja eine öffentliche Debatte über diese Dinge. Die können nicht einfach sagen, das interessiert uns nicht, wir machen das unter uns, ja, und alles ist völlig untransparent, wodurch der synodale Weg ja so auf Transparenz und Synodalität und alle sollten teilnehmen, plötzlich, wenn die nur noch unter sich sind, dann soll keiner mehr das erfahren. Und so kommt sie zu einem Ergebnis: Wird die bischöfliche Minderheit, also die Gegner des synodalen Weges, die in Deutschland üblicherweise als Quantité negligeable betrachtet wird, also die ganzen Gegner, ja, die werden im Grunde von Betzing und Co. überhaupt nicht berücksichtigt, das ist denen völlig egal, mit von der Partie sein. Also das ist die große Frage, die sich Frau Einig von der Tagespost stellt. Wenn, ob diese Leute jetzt wieder sozusagen eingeführt werden auf die Seite des Vatikans, um damit gegen den synodalen Weg zu argumentieren, ja, auf dieser Ebene, und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, die ja eigentlich die ganze Geschichte anheizen, diese ganze Stimmung, und nur noch das Ganze benutzen, um Druck zu machen auf die Bischöfe, die sind dann eben entfernt. Sie sehen, dass diese Gespräche sind durchaus riskant für den synodalen Weg. Aber ich erinnere daran, wer diese Gespräche gesucht hat, war ja Bischof Betzing. Er wollte es eigentlich machen, eher zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Der Vatikan hat gesagt, ja, aber das wird nach unseren Bedingungen, so nach unseren Vorstellungen stattfinden und nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und dann heißt es weiter: Und werden die Ergebnisse der Gespräche in Rom so offen und transparent kommuniziert, dass sich auch die kritischen Bischöfe im Ausland, denen Bischof Betzing routiniert Unkenntnis der wahren Absichten der Synodalen unterstellt, ein umfassendes Bild der Lage machen können? Denn das ist ja eigentlich, was Bischof Betzing von Anfang an sagt. Er sagt sich ja immer irritiert über die Kritik am deutschen Synodalen Weg und sagt, das ist unmöglich, das ist unverschämt, das geht gar nicht.
Ja, und die haben gar keine Ahnung. Ja, okay, jetzt gibt es dann Gespräche, die sind dann offen. Und dann kann zum Beispiel Erzbischof Gondecki, der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz, herkommen und sagen, okay, das wurde debattiert und jetzt werde ich eine Position einnehmen, eine Stellungnahme, die sind dann wie kritisiert, auf der Basis von den veröffentlichten Stellungnahmen und Protokollen. Und das ist damit, wird natürlich die ganze Debatte völlig anders, ja, auf ein völlig anderes Niveau. Und auf diesem Niveau, das ist meine persönliche Einschätzung, ist Bischof Betzing völlig überfordert. Er hat nicht das Format auf dieser Ebene, ja, zu diskutieren. Nehmen wir an zum Beispiel, der Vatikan zieht außerdem noch jetzt hochrangige Kardinäle aus den Vereinigten Staaten zu oder so. Also nicht mehr unbedingt so besonders konservative, aber Leute, die wirklich Ahnung haben und auch wissen, was so die Stimmung sind in der Weltkirche. Meinetwegen Gallagher oder so, zum Beispiel so ein Kardinal. Ja, dann hat Bischof Betzing überhaupt keine Chance mehr, dann ist er definitiv überfordert. Das ist möglicherweise das, was der Vatikan anstrebt. Und damit wird eigentlich möglicherweise, ohne dass es zu einem Knall kommt, ohne dass es zu einem Eklat kommt, sozusagen der ganze synodale Weg immer mehr sozusagen reduziert. Ja? Und die werden immer mehr einsehen, okay, das Ganze war ein Experiment, der misslungen ist. Vielen Dank.